Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zur Pressekonferenz bei den Iserlohn Boosters im Anschluss an die Partie gegen die DEG. Ein besonderer Gruß gilt unseren Gästen aus Düsseldorf und beiden Trainern. Zu meiner Rechten Christian Brittig von der DEG und zu meiner Linken Dag Meesen. Und der Gast darf als erster sein Statement sagen. Ja, ich denke, dass wir die letzten Spiele ein bisschen offensiver ausgerichtet waren, versucht waren, auch die Scheibe laufen zu lassen. Wir hatten nur am Anfang die ersten zwei Gegentore das Backchecking vergessen, waren gute Gegenangriffe vom Gegner eiskalt ausgenutzt. Nach dem 2:0 war es natürlich dann auch schwierig, weil wieder ranzukommen. Wir haben es probiert, wir haben auch, denke ich, viele Möglichkeiten gehabt, zweimal einen Lattenschuss. Also die Mannschaft hat alles probiert, dass wir ein, zwei Tore dann auch schießen und wieder rankommen. Aber Iserlohn war in jeder Phase des Spiels immer wieder gefährlich für die Gegenangriffe und dann hat man auch gesehen, dass da einige Jungs auch richtig gut Eishockey spielen können und Tore schießen können. Und da war im zweiten Drittel, denke ich, die nach vorne war es okay, aber nach hinten die letzte Konsequenz zum Verteidigen war vielleicht auch die Kraft nicht da und das hat Iserlohn ausgenutzt. Also wir gehen jetzt auch so weiter. Wir haben jetzt 4 Spiele zu Hause gewonnen mit diesem System und müssen die Jungs eben auch noch mehr das lernen, dass du auch dann halt nach hinten arbeiten musst, noch härter arbeiten musst, wenn du vorne schon viel Kraft gebraucht hast. Aber ich denke, dass die Mannschaft, wenn sich die Mannschaft in diese Richtung auch noch verbessert, dann denke ich, können wir auch Auswärtsspiele gewinnen. Dankeschön. Vielen Dank, Christian Brittig. Gibt es Fragen an den Coach der DEG? Dann darf ich da kommen. Sein Statement. Okay, wir haben zusammen. Erst wollte ich sagen, dass ich fand Düsseldorf eine sehr gute Partie anbieten heute. Die haben super gespielt und sehr viele Torschancen kreiert. Und das die Ziel ist von Christian Brittig, um etwas offensiver zu spielen. Und das haben sie deutlich hier gebracht und gezeigt heute. Und das war die meiste Torschance, Gegentorschancen, was wir verlassen haben in den letzten 3 Spielen zusammen, haben wir mehr heute gegen uns gehabt, Christian. Das mag weiter und das hat sehr gut ausgesehen. Von unserer Seite, unsere Jungs haben etwas zu kreativ manchmal wollen sein. Wir haben immer wieder ein extra Zuspiel gesucht und nicht konsequent die Scheibe zum Tor gebracht. Aber wie Christian auch gesagt hat, unsere Jungs, die können auch gut Eishockey spielen und wir haben 4 Torschancen eiskalt ausgenutzt und das verdient dann Colin Stewart einen extra Lob natürlich, weil das ist ein Mann mit sehr viel Ehrgeiz. Er ist ein bisschen gefrustriert natürlich nach der Verletzung, ist er langsam wieder im Spielrhythmus gekommen, vergangene Woche. Heute hat er 3 Tore geschossen, das ist super für ihn natürlich. Selbstvertrauen wächst damit und wir brauchen ihn. Und das ist natürlich ein sehr positiver Ergebnis von dem Spiel heute Abend. Ich glaube auch, das ist ganz deutlich zu sagen, dass Sebastian Caron auf seinem älteren Niveau wieder ist. Was wir letztes Jahr immer wieder gesehen haben, haben wir sicher von ihm die letzten 6-7 Spiele gesehen. Er spielt eine große Rolle in diesen 5 Siegen in Folge und er hat das wieder gezeigt heute Abend. Christian, mach weiter mit deiner Mannschaft. Wir spielen Freitag gegen Straubing, ein sehr wichtiges Spiel. Wir stehen jetzt punktgleich mit Straubing und wir brauchen unsere ausverkaufte Halle in der Seiler See, um wieder 3 Punkte zu Hause zu bringen. Dankeschön. Vielen Dank, Dag Meesen. Gibt es Fragen an den Coach der Roosters? Dann habe ich noch Ergebnisse von den anderen Spielen heute. Köln, Nürnberg 4:1, Mannheim, Straubing 2:1 nach Penaltyschießen und die anderen Partien alle noch im Penaltyschießen. Wolfsburg, Ingolstadt, München, Berlin und Hamburg, Krefeld. Die waren am Ende alle unentschieden ausgegangen. Dag hat es gerade gesagt, unser nächstes Heimspiel, sehr wichtig, am kommenden Freitag hier in der Eissporthalle am Seiler See, dann gegen die Straubing Tigers, erstes Bulli 19.30 Uhr. Unseren Gästen aus Düsseldorf weiterhin alles Gute, gute Heimfahrt und Ihnen noch einen schönen Sonntagabend. Bis
Freitag. Tschüss.